Es droht nicht von eitel Dilettanten und freche Kühnen dem wohl nicht Gefahr, woran die zweimal hungerguten Jahr christliche Meister ihre Mühe fanden. Wir fürchten uns da nicht so sehr, doch der Sturm, der kommt, nur kann es von ihm. Und nach der gesamten Kunst, der droht, auf einen Speich ist sicherer Tod. Neigt sich zum gottgefälligen End, nachdem es 18 Jahre lang gestillt mit Mord und unterbrochen Mühsam durch Sturm und Not sich an. Nun hat der Papst ein strenges Wort gesprochen, und eh dies Jahr noch zu Ende mag gehen, will das Konzil erendet sie. Demnach ist nun die letzte Session am kommenden 3. Dezember schon. Es fehlt auch nur noch ein Dekret, das auf manche innere Reformen geht. Nagel endgültig zum letzten Mal beschlossen über das Ritual. Katechismus, Brevier, Fasten, Gebet. Und ewig haben über das Missal. Einzigen päpstlichen Kompositore und mir, der ein Freund der Künste ich bin. Profane Texte, Kalas tiefe, hübig weibliche Liedmotive, überladene Stimmgefüge, das den echten Text unverdächtig macht. Wie viel ein Herz Ärgernis schon gebracht. Wir kennen das Übel zur Genüge. Anstatt nun mit Eifer und klug zu sichten, die faulen Glieder zu trennen vom Rumpf, in die und mit Stehl und Schock den ganzen Körper auf einmal verdichten. Zum gregorianischen Choral soll alles wiederkehren.
ich zuerst davon gehört. Wie kam der Schmerz in mein Gemüt? Kleingläubig, wie von Gottes Güte wohl glaubt, dass in den Menschen wird die Freude an der Schönheit blühte. Es irrt von ihr, wer solches liebt. Ne Sorge hat sich zugekehrt, dass ihr die Seele hörte. Unmüt ich höchst, Konsistorium, mit rede mich. Ich bat, Kardinäle, muss man kein Mal so hartes unterwählen. Doch alle blieben meinen Bitten stumm. Das Glück, von dem ich euch erzähle. Es hat der Kaiser Ferdinand sich selbst für die Musik bewahrt. In einem langen Schreiben wünscht ihr, es möchte bleiben aus großem weiser Zeit. Das ohne Wunden erholte, weil es den Geist nun können die Herren nicht umhin, zu handeln nach des Kaisers Sinn. Und nun auf einmal war mir's leicht, mit meinen Wünschen durchzubringen und selbst den Papst dahin zu bringen, dass er sich meine Belangen neigt. Vernehmt, wohin meine Gedanken gingen und was ich habe erreicht. Die Gegensätze allzu einen, die diese Zeiten Fernis bringt, gelang wohl nur dem lieben Reimen, in dem Künstlergeist, die sie uns lenkt. Was nun die Andacht im Gefühle, die unseren Geist vom Höchsten lenkt, mit heulender Lust am Bunde spiele der Töne, die zu Holz versenkt, ist voll ein neues Werk, wie weisen, was allen Streit in sie versöhnt, das Gottes Herrlichkeit zu preisen, die künftig reiche Formen tönt. Es wohl leuchten, dir Gedanke, mir durch in die höchste Not, wo endlich bin, die letzte Schranke des Widers Hand, die man mir bot.
solches Werkgelenke, dies hat der Papst mir so erkannt. Nun sei gelöst, es bloß Strenge, will die gesamte Kunst noch band. Der neue Messe Stil und Haltung, sie sei Papan, die Messe. Yeah.